Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren neuen LP von mir und zwar Ankh. Hier mal wieder euer Ryukan. Wie gesagt, ich starte schon wieder ein neues Projekt mit meinem netten Drehstuhl. Diesmal ist es ein Genre, was ich nicht so wirklich gerne spiele. Ein Point-and-Click-Spiel, aber Ankh ist ein ganz besonderes Spiel, weil dieses Spiel hat so viele Satire und Witze drin und das ist so ironisch und sarkastisch. Das ist ein Spiel, in was ich mich wirklich verliebt habe. Dieses Spiel ist grandios genial. Und da habe ich mir gedacht, da ich sowieso so gerne sarkastisch bin und so ironisch, muss ich euch dieses Spiel einfach zeigen, weil es ist geil. Und zu Anfang, es wird ein Video in der Woche nur kommen davon, derzeit, da ich ja noch die anderen Projekte habe und ich deswegen nicht so viel aufnehmen kann, sonst habe ich nicht mehr genug Speicher. Solange Splinter Cell oder ein anderes Projekt am Laufen ist, das ich noch nicht fertig habe, wird dieses Spiel nur eine Woche, einmal wöchentlich kommen erstmal. Jetzt werde ich wohl wahrscheinlich jeden Sonntag hochladen, dieses Spiel. Also, ja, Sonntag ist das erste, also morgen. Und ja, ich würde sagen, ohne Umschweife fangen wir an. Nettes Spiel, sage ich euch nur, ich werde auf Blind spielen, weil ich habe keine Ahnung mehr, was wirklich, um was es nochmal geht. Dieses Spiel wird Blind, ja, ich habe nämlich keine Ahnung mehr davon und wir starten sofort. Wir sind fast da. Und es ist schön flüssig. Das liebe ich. Da vorne müssen wir nach links. Passt auf die Fußfallen auf. Hier hinauf. Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asil. Gib mal ein Bier rüber. Verdammt. Wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt, haben keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Du hast mein Grab entweiht! Das macht dann bei 6 kaputten Urnen einen Verweis. Nee, 7. Oh, hoppla. 7? Na, dann ist es ein Todesfluch. Na, dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. Das war das Erste, was ich gemeint habe. Weiter geht's mit dem Intro. Viel Spaß bei der Musik. Is it just Fata Morgana? Tell me, is it really true? What a play of light and shadow. The city's just waiting for you. Raging trees and tasty scorpions under the eye of the sun. Left to the Nile and right by the desert, that's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the guide of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. See the sphinx and worship the pharaoh, go meet the crocodile. Feeling lonely? By a slave in the city down by the Nile. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand. With the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the guide of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. Ooh, take care. Ja, ich sollte das mitsingen lassen. Kapitel 1, Audienz mit Hindernissen. Ja. Geht schon gut los. Ihr habt sicherlich jetzt schon gemerkt, warum ich dieses Spiel so liebe. Weil es steckt voller Satire und Ironie. Ja, weiter geht's. Asil, hast du gestern meinen Schlüssel mitgenommen?
Ja, also... Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet, eine Woche Hausarrest. Eine Woche? Vater, vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach, das ist zwecklos. Tja, wenn ich mich nicht täusche, beginnt damit jetzt auch eigentlich das Spiel, oder... Nee, es müsste... Verdammt! Ja, noch ein Video. In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Ja, genau so. Guter Wurf, Matschauge. Los, steig ein! Matschauge. Ich? Nein, geh du zuerst. Na also, so könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. Ja, damit starten wir das Spiel. Betrachten wir doch mal den kostspieligeren... ein Familienerbstück. Ja. Leider etwas aus den Fugen geraten. Wir nehmen doch mal dieses schmutzige Hemd. Das mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Da ist ja ein Silberstück drin. Danke. Das könnte sich als nützlich erweisen. So, die beiden haben wir jetzt. Gucken wir, was können wir denn noch nachgucken. Wie gesagt, Point-and-Click-Spiele sind nicht leider meine etwas aus den Fugen Stärke. Was haben wir denn hier? Mach mal hier den Schrank ich auf. Ich kann sie nicht öffnen, sie klemmt. Tja, manchmal ist das bei Schränken so. Ja, wie gesagt, wir müssen aus diesem Zimmer jetzt flüchten. Point-and-Click-Spiele, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin kein großer Fan davon, wie gesagt. So, durch dieses Fenster, eingeworfenes Fenster. Betrachte Hebel. Wir betrachten einen Hebel. Nutze Hebel. Nehmen wir mein doch... Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. Mein altes Hemd. Aha. Absolut reißfester Stoff. Funktioniert nicht. Okay. Es hätte aber klappen können. Wir müssen uns jetzt einen Weg hier rausbahnen. Ich bin nicht wirklich gut. Mein Weg nach draußen. Nur wie komme ich dorthin? Wie wär's hiermit? Ich komme nicht ran. Wir brauchen... Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Ah, jetzt weiß ich's so. Nein, nicht ganz. Nicht viel, aber jeder fängt mal... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, kombinieren. Betrachte Amphore. Was haben wir denn hier drin? Darin kann man alles Mögliche aufbewahren. Hätte ich mir denken können, Asil. Danke, dass du mir das sagst. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Da irgendwo... Reis. Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Ja, dann renn mal bitte zum Ausgang. Das können wir nämlich auch, aber du sollst nicht durch die Wand rennen. So, was haben wir denn noch hier? Ein Prachtstück moderner Gärtnerkunst. Danke. Den hat mein Großvater in Theben ersteigert. Gut zu wissen. Wir suchen aber immer noch einen Ausweg. Mit Vaters Skizzen könnte man hunderte Windschiefer-Monumente bauen. Eines Tages werde ich mein eigenes Haus haben. Dann muss ich Vaters Geschnarche nicht mehr ertragen. Ja, aber ich frage mich sowieso, warum ihr nebeneinander liegt. Aber egal. Ja. Immer noch. Wir müssen hier oben irgendwie... Dieses Fenster hilft mir nicht bei meiner Flucht. Ja, nur das. Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Oh Gott, Leute. Ich bin am Anfang des Spiels und komme schon gar nicht mehr weiter. Das ist doch... Toll, ne? Gut, dass ich immer nur einmal in der Woche... Das heißt, ihr könnt mir so viele Ratschläge geben, wie ihr wollt. Oh, warte mal. Da ist doch noch... Hier war doch gerade was. Da. Ich glaube nicht, dass mir das weiter... Seit die Putzfrau gekündigt hat, erobert die Natur das Zimmer zurück. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Und das ist das hier? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das Efeu will dir nicht helfen. Okay, Efeu willst du also nicht nehmen. Ja. Wie gesagt... das war Ankh. Die ersten 10 Minuten. Nächste Woche Sonntag kommt mehr, solange Splinter Cell läuft. Haltet immer schön die Hände über die Bettdecke, Leute. Auf Wiedersehen.